Moin! Herzlich willkommen hier am Samstag zur Vormittagsausgabe Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch, Vierfach-Map 2-1 ohne Gräben. Wir sind dabei, Feld 45 vollautomatisch abernten zu lassen. Mit 4 Mähdreschern, 2 Überladewagen und 2 Sattelschleppern als Abfahrer. Cargo Line hat durchdrehende Reifen. Ja, da muss ich gleich mal gucken. Ich bin dabei manuell, im Moment noch manuell. Ich will erstmal eben die Vorgewände machen. Auf Grasfeld 7 Zuckerrüben zu ernten. Ja, dazu will ich hier jetzt erstmal eben von Hand arbeiten, bis ich dann gleich beigehen kann und sagen kann, hey, super. Bin fertig. Und jetzt mache ich das Abfahren muss jetzt alleine passieren. Mal eben gucken, was er hier hat. Wo ist er denn jetzt? Was ist hier los? Das Problem. Dann geht's hier weiter. Dann wollen wir mal hier weiter ernten. Ja. Morgen, 16 Uhr, war ich nur Experience gegen Friesenjungen. Schaltet ein, guckt zu, spioniert, schreibt beim anderen jeweils rein, was der andere macht. Das wäre cool.
So, ja. Series 7, durchdrehende Reifen. Weiß nicht, was du da willst, aber... sollst du ja auch gar nicht hin. Hallo? Erster Wegpunkt ist da hinten, aber macht nichts. Ja, kümmere ich mich gleich mal drum. Wenn ich hier voll bin, dann kümmere ich mich drum. Dann gucken wir mal, was der hier hat. Der Series 7. Komisch, dass sie jetzt alle hier irgendwie... So, ja, ich weiß, woran das liegt. Ja, alles klar. Ja, er fährt da im Kreis oder was macht er? Wow. Nerv.
und weiter geht's hier. Hat schon wieder ein Cargoline durchdrehende Reifen. Schauen wir mal. Okay, jetzt weiß ich natürlich nicht, wo der jetzt durchdrehende Reifen hat. Das heißt, da muss ich jetzt erstmal eben gucken gehen. Hier kann dann natürlich auch nichts weiter passieren. Da muss ich unbedingt ran an den Wagen. Muss ich eigentlich auch vor Sonntag will ich das eigentlich noch versuchen, aber mal gucken. Ja, schön. Längst noch nicht genug Vorgewende. Das Ding hat ja auch keine Schnittbreite so wirklich. Und weiter geht's. Oh, schon wieder vorbei, ja. Hey, ihr habt's gehört. Die Vormittagsausgabe ist rum. Heute Nachmittag gibt's natürlich wie immer um 14 Uhr eine weitere Ausgabe. Heute Abend Livestream, kommt vorbei, schaut rein, kommentiert und so weiter und so fort. Erstmal danke fürs Zuschauen, danke für eure Treue. Morgen 16 Uhr Match gegen Experience. In diesem Sinn sage ich ciao.